Oh mein Gott, ich kann endlich dieses Video machen. Ich bin so wahnsinnig dankbar. Leute, wir müssen reden. Meine ganzen Follower auf Twitter wissen natürlich schon Bescheid, aber ich wollte es auch nochmal unbedingt auf YouTube erwähnen. Zumal dieses Thema eventuell etwas häufiger nun auftreten wird unter meinen Videos. Und ich wollte eigentlich schon viel, viel früher darüber reden und es war ätzend, dass ich es nicht durfte. Naja, durfte. Ich hätte es gekonnt, aber ja. Meine Mutter war ja im April da und ich habe so gegen Ende April gemerkt, dass ich gesundheitlich nicht so ganz auf dem Damm bin. Außerdem kamen meine Tage irgendwie nicht und ich wurde sehr, sehr nervös. Ich hatte es schon mal, dass die sich ein bisschen Zeit gelassen haben. Allerdings hat es diesmal wirklich lang gedauert. Ja, Fun Fact, am japanischen Kindertag, dem Kodomo no Hi, bin ich dann mit meinem Mann zum Supermarkt gegangen und habe einen Schwangerschaftstest geholt. Lange Rede, kurzer Sinn, dieser wundervolle Test war positiv. Oh mein Gott, es war total krass irgendwie, wie ich da saß und irgendwie, klar, wurde erstmal der eine Streifen sichtbar und dann, es war wirklich wie in Zeitlupe, habe ich so auf diesen zweiten Strich gestarrt, der sich so langsam, ja, gebildet hat und das war irgendwie, oh, ich habe sofort irgendwie angefangen zu heulen und bin dann zu meinem Mann und, ja, habe ihm dann den Test gezeigt und Omedetto gesagt und dann haben wir uns ganz fest umarmt und er war so glücklich. Zuallererst, um das erste Wichtigste zu klären, das war teilweise so die erste Reaktion von Freunden, war es denn gewollt? Sagen wir es mal so, ich habe schon langsam mit dem Gedanken gespielt, vor allem auch alterstechnisch. Faktum war auch, dass wir es jetzt über ein Jahr auch probiert haben, es aber irgendwie nicht funktionieren wollte. Und mein Mann hat mir dann auch, ja, gebeichtet quasi, dass er auch schon nebenbei geschaut hatte, irgendwie nach Kliniken, weil das muss ich ihm auch zugute halten. Er hat jetzt nicht irgendwie gedacht, dass es an mir liegen könnte, sondern er wollte sich einfach mal abchecken lassen. Aber das ist jetzt nicht mehr nötig. Also wie gesagt, ja, es war gewollt. Ich hatte mir eh so gedacht, also meine Wunschvorstellung war, jo, Körper, so nach der Hochzeit und dem Honeymoon langsam kannst dann langsam losgehen. Aber der Körper hat das irgendwie zu wörtlich genommen, würde ich sagen. Jetzt kommen aber allerdings ziemlich viele Sachen auf uns zu. Da in dieser Wohnung hier zum Beispiel keine Kinder erlaubt sind, da die Wände angeblich zu dünn seien und man könnte ja Leute damit belästigen mit dem Lärm. Was ich aber nicht verstehe, denn ehrlich gesagt, unter uns ist ein Friseursalon, über uns ist ein älterer Herr, der die meiste Zeit eigentlich arbeitet. Die anderen zwei Wohnungen hinter uns stehen leer und unten hinter dem Friseursalon auf der anderen Seite des Gebäudes quasi wohnt die Vermieterin, eine ältere Dame. Ich glaube, ihre Ohren sind auch nicht mehr die besten. Naja, aber ja, ich werde Mama. Oh mein Gott, ich kann es mir noch gar nicht vorstellen. Als ich diesen Test halt gemacht hatte, ich hätte es am liebsten sofort herausposaunt. So von wegen, Leute, oh mein Gott, seht ihn an, da, schwanger, guckt mal, boah, wir haben es hinbekommen. Aber ich durfte nicht. Naja, was heißt ich durfte nicht? Ich hätte es schon gedurft. Allerdings sollte ich ein bisschen warten, denn ziemlich viele Ärzte raten auch, erst ein bisschen die Anfangszeit abzuwarten. Denn es kann auch ziemlich viel passieren und du kannst trotzdem immer noch spontan deine Tage haben und ja, dass sich alles trotzdem verflüchtigt. Es kann alles passieren. Der erste Krankenhausbesuch war lediglich eigentlich nur ein Check, ob da unten irgendwas ist. Also sprich, es wurde Ultraschall gemacht. Sagen wir mal so, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Ich habe immer nur aus Deutschland diesen, ja, Raum im Kopf, wo du halt liegst mit deinem schwangeren Bauch und dann wird halt oben, ja, mit dem Ding halt rumgefahren und dann kriegst du dein Ultraschallbild. In Japan ist es so, du sitzt auf einem Stuhl und vor dir ist quasi ein Vorhang. Also während der Untersuchung siehst du niemanden, du hast so quasi deine eigene Privatsphäre und ja, es wird halt immer natürlich höflich gefragt, ob angefasst werden darf und alles und erklärt, was gemacht wird.
aber du starrst eigentlich die ganze Zeit nur auf einen Vorhang. Und links oder rechts von dir ist dann halt ein Bildschirm, wo du dann siehst, was gemacht wird. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das in jedem einzelnen Hospital oder in jeder Ladies-Klinik so ist. Deswegen, also alles, was ich jetzt so auch an Infos gebe, das sind alles so meine eigenen Erlebnisse und auch die Kosten, die werde ich euch auch natürlich alle erläutern. Dann habe ich halt auch mein erstes Ultraschallbild bekommen und es war nur eine Fukuro, also quasi so eine vergrößerte kleine Fruchtblase. Also da war bisher noch nichts drin. Deswegen hieß es auch erstmal weiter abwarten. Ich habe auch so eine Krankenhauskarte bekommen, also das ist total praktisch alles irgendwie. Ich muss quasi, wenn ich einen Termin habe, einfach nur diese Karte in einen Automaten stecken und dann sagt es mir, was gemacht wird und zu welchem Bereich des Krankenhauses ich hin muss. Das ist alles wirklich super Hightech. Die erste Untersuchung hat 10.045 Yen gekostet. Echt nicht ohne. Also ich habe mir dann auch schon so gedacht, uff, also bleibt es jetzt immer so? Der zweite Besuch war Gott sei Dank günstiger. Da hatte der ganze Spaß nur 2.000 Yen gekostet. Warum auch immer. Habe dort halt auch mein Ultraschallbild bekommen und das Süße ist, mein Mann kommt halt immer mit. Ich möchte ihn halt immer gerne dabei haben, wenn er halt nicht irgendwie auf Geschäftsreise ist oder ja, mal nicht frei nehmen kann. Aber er versucht auch immer von sich aus selbst, dass er dabei sein kann. Und diese Reaktionen sind einfach so Gold wert. Er ist immer total aufgeregt und es ist so niedlich. Und beim zweiten Besuch haben wir halt das Herz endlich schlagen sehen. So ein kleines, kleines Mini-Herz. Es war so süß. Oh mein Gott, das ist unglaublich. Man kann es gar nicht irgendwie in Worte fassen, wie man sich fühlt und dass da überhaupt irgendwas unten, ja, sich gerade in dir entwickelt. Und es ist ganz, ganz krass irgendwie. Dann gestern hatte ich eine größere Untersuchung, da ich meine Blutgruppe nicht weiß, wurde mir gestern Blut abgenommen, auch um meine Werte zu checken. Dann eine Urinprobe wurde gemacht, dann eine Gebärmutterhalskrebsuntersuchungsvorsorge und wieder Ultraschall. Und ich habe dieses total süße Buch bekommen, was ganz, ganz viel erklärt. Das kann ich euch auch nachher nochmal zeigen. Mittlerweile bin ich, also wir haben heute den 14.06. Mittlerweile bin ich jetzt erfolgreich im zweiten Monat schwanger. Nun, wie es mir geht, beziehungsweise wie es mir ging. Ich weiß nicht, wie ihr eingestellt seid, aber sagen wir mal so, ich war immer so der Meinung, wenn man schwanger ist, boah, da rennt man sofort aufs Klo und kotzt sich jeden Morgen die Seele aus dem Leib. Bei mir gar nichts. Ich habe mich nicht ein einziges Mal übergeben. Was ich hatte, waren halt ziemlich krasse Hitzewallungen am Anfang. Es war sehr, sehr schlimm. Ich habe mich müde gefühlt, ich habe mich erschöpft gefühlt. Mir war ein wenig übel, aber eher so in dem Sinne, dass ich eher keinen Appetit hatte. So richtig, dass mir kotzübel war, hatte ich zum Glück nicht. Oder einmal ganz kurz, aber es war ohne Übergeben. Also ich bin da sehr, sehr, sehr dankbar, dass das nicht der Fall ist. Und generell, also momentan geht es wieder besser, aber ich habe sehr viele Tage gehabt, an denen ich einfach tagsüber auch ganz, ganz viel geschlafen habe oder auch abends mich auch schnell ins Bett gelegt habe, weil ich so müde war. An sich sonst merke ich nicht so viele Veränderungen. Ich habe halt zum Beispiel gelesen, dass die Brüste größer werden sollen. Das war zum Beispiel ein Punkt, über den ich mich sehr gefreut habe, weil ich habe irgendwie nichts hier vorne. Traurigerweise sind die nicht sonderlich größer geworden. Also sie sind ein bisschen, fühlen sich ein bisschen voller an, aber es ist jetzt nicht sonderlich anders. Und sie haben gezogen am Anfang, stimmt. Das war auch richtig unangenehm. Sie haben richtig krass gezogen. Ich konnte gar nicht irgendwie dagegen kommen, weil es hat so weh getan. Ich habe auch schon gehört, einige Freundinnen von mir haben das auch teilweise, wenn sie ihre Tage haben. Ich weiß jetzt, wie ihr euch fühlt. Das ist ja zum Kotzen. Zeitlich passt das alles auch eigentlich super, denn, naja, was soll ich sagen, ich bin jetzt am Anfang der Schwangerschaft, wir kriegen jetzt diesen ätzenden, heißen Sommer und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr erleichtert, dass ich da nicht hochschwanger bin. Also Hut ab an alle Mädels, die es in der Zeit hier geschafft haben, ihr seid großartig. Bei mir wird es dann der Winter. Wir haben auch gestern schon das Datum bekommen, wann eventuell Entbindungstermin ist. Und es wird ein Neujahrskind, also ja, so ziemlich direkt nach Neujahr expandieren wir. Jetzt noch mal kurz zu diesem Büchlein hier. Oh Gott, es ist so wahnsinnig Zucker.
Und du hast hier einfach alles so süß erklärt, also von Anfang bis Ende, was du essen darfst, was du nicht essen darfst, dass Perm Straightening verboten ist, deswegen sehen meine Haare auch kacke aus. Die Checklist ist dabei für die Kliniktasche. Dann, wenn das Kind geboren wird, wie du halt stillst und wie du es badest. Also es sind wahnsinnig viele Informationen drin. Ich hatte nämlich so Angst, irgendwas eventuell falsch später zu machen, aber du wirst einfach so mit Informationen bombardiert, dass eigentlich nichts schief gehen kann. Und ich muss auch sagen, ich bin so wahnsinnig froh, auch auf Twitter, dass ich auch echt mehr Mamas irgendwie als Follower habe, als ich dachte. Und die helfen auch so wahnsinnig lieb und ich bin super dankbar über all eure Antworten und Hilfestellungen und ihr seid einfach alle toll und es ist genial. Auch als ich es auf Twitter quasi verkündet hatte, muss ich ehrlich sagen, dass ich echt Angst hatte. Ein wenig, denn ich weiß, dass sehr viele Leute keine Kinder mögen. Ich muss ehrlich sagen, als ich jünger war, ich habe auch nie gedacht, dass ich jemals ein Kind kriege und mochte Kinder auch eigentlich nie. Da kam ich nach Japan und fand sie plötzlich alle süß. Wobei es auch hier ganz sicher Kackbratzen gibt. Die gibt's, glaube ich, überall auf der Welt. Nee, auf jeden Fall hat mich das ganz krass gefreut. Vor allem hatte ich gerechnet, dass mir auch sicherlich Leute abspringen oder unfollowen irgendwie. Und das hätte mich... Klar, ich hätte es dann verstanden, aber irgendwie hat es mich auch traurig gemacht, weil ich mit einigen Leuten dann auch gut befreundet war. Aber es war ganz das Gegenteil. Also ich war komplett überrascht, wie das alles plötzlich geboomt hat. Und alle haben Glückwünsche geschrieben und ich war so... Oh Gott, ich war so happy. Und ich war irgendwie über 2 Tage lang beschäftigt, alles zu beantworten. Ich war einfach nur so wahnsinnig glücklich über alles. Dankeschön. Ich habe mit der Reaktion echt nicht gerechnet. Ich habe auch einen Kommentar bekommen, auch mit einer Frage, die ich sehr gerne vorlesen würde. Ich habe auch die Verfasserin gefragt, ob ich darf, und ich darf. Dankeschön nochmal. Denn, ich wurde sehr oft nämlich danach gefragt und ja, habe dann einfach geantwortet, wie es ist. Denn ich fand ihre Frage äußerst legitim und berechtigt und möchte dann in diesem Sinne einfach auch mal generell antworten, dass ihr auch alle mal meine Antwort hört. Sodele. Brille parat, damit ich auch was sehe. Dann wollen wir mal. Also, ich habe nämlich folgende Nachricht bekommen. Hallo meine Liebe. Nochmals herzlichen Glückwunsch von mir und meinem Freund. Du wirst eine ganz tolle Mama. Ich hätte eine Frage an dich, allerdings nichts Spezifisches über Japan oder das Kinderkriegen in Japan, sondern eher so eine Frage von Frau zu Frau. Also, ich bin nun fast 25 und bis jetzt war ich wirklich immer der Meinung, dass ich keine Kinder möchte. Als du dann verkündet hast, dass du schwanger bist, bin ich mit meinen Gedanken in einen Konflikt gekommen. Nun zu meiner eigentlichen Frage. Wann oder wie hast du gemerkt, ja, ich will ein Baby mit Ken? Ich weiß, eigentlich eine sehr persönliche Frage, aber ich weiß nicht, wen ich sonst fragen soll. Du bist nach Japan gegangen und du willst Sachen erleben und neue Orte sehen. Und ich dachte immer, dass man das eben nicht kann mit Kind und dass ein Kind einen nur einschränkt. Du hast meine Gedankenwelt echt durcheinander gebracht. Nochmals herzlichen Glückwunsch. Ich bin mir ganz sicher, dass du eine grandiose Mama wirst. Dann meine Antwort dazu, so, ich habe am Anfang erstmal so random Sachen geschrieben und dann, sodele, dann wollen wir mal. Also, ich war genau wie du. Jahrelang hatte ich die gleiche Einstellung. Ich und Kinder? Nee, niemals. Sind doch nur lästig und schwanger werden? Boah. Außerdem habe ich immer gearbeitet, war darauf fixiert, habe gecosplayed und hatte meine Prioritäten ganz woanders. Dann habe ich Ken kennengelernt. Wir sind zusammengekommen und ich habe recht früh gemerkt, dass er Kinder mit mir will. Ich habe ihn anfangs immer gebremst und sagte, mach mal halblang, alles mit der Ruhe. Dann verging die Zeit. Ich nahm die Pille 1 Jahr lang, da sie mir eine Freundin immer geschickt hat. Und dann kam irgendwann der Punkt, dass es nicht mehr ging und wir nicht mehr verhütet haben. Ich habe mir in der Zeit sehr viele Gedanken gemacht, so viel nachgedacht, aber ich kam langsam an den Punkt, bei dem ich mir dachte, Mensch, er ist einfach der Richtige. Es gab so viele Situationen, in denen ich ihn mir gut als Papa vorstellen konnte. Dann fing ich auch immer mehr an, über unser Alter nachzudenken. Zu alt wäre ein Kind doch auch blöd, also wäre jetzt ein guter Zeitpunkt.
Ich konnte mich immer mehr mit dem Gedanken anfreunden. Und da die Zeit verstrich und nichts passierte, kam manchmal sogar der Moment, an dem ich traurig wurde, wenn ich meine Tage bekam. Ich dachte schon, es könnte gar nicht klappen. Und dann ging es eines Tages doch und ich kann dir sagen, es gibt nichts Schöneres als das Gefühl, dass du mit dem Menschen, den du liebst, etwas Wunderbares erschaffst. Puh, hoffe, das klingt nicht zu kitschig. Und der Moment im Krankenhaus bzw. Frauenarzt, wenn du das kleine Herz schlagen siehst, ist einfach unbeschreiblich. Ich habe vor Freude echt geweint und es ist so schön, es mit deinem Mann zu teilen. Zu sehen, wie aufgeregt er ist und er sich freut. Wenn du dir sicher bist, dass er dich beschützt und alles für dich tun würde, ist er einfach der Richtige. Und ein Kind schränkt nicht ein. Das dachte ich anfangs auch. Aber ich habe mittlerweile so viele Leute kennengelernt, die Kinder haben oder darüber berichten. Sie nehmen ihre Kinder einfach mit. Es hat so viel mit der persönlichen Einstellung zu tun. Natürlich kann man nur zu Hause hocken, aber dann sieht man nichts. Oder du nimmst dein Kind einfach mit und erlebst Dinge. Auf Schultern, fertig. Außerdem sind es nur die ersten Jahre, in denen das Kind so viel Aufmerksamkeit braucht. Später kommt der Kindergarten dazu, Schule, die ganzen diversen Clubs nach der Schule und am Wochenende. Kinder sind hier in Japan super beschäftigt. Tja, jetzt wisst ihr Bescheid, wa? Es kommen also so einige Sachen thematisch demnächst. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr dranbleiben würdet, natürlich. Aber ich kann es auch absolut verstehen, wenn ihr denkt, was, Kinderkram, ne, interessiert mich nicht, ne, muss ich nicht haben. Und für alle anderen, yay, bleibt da und ich freue mich über Kommentare und Diskussionen und es ist einfach toll, sich so auszutauschen und vor allem, dass man auch die Möglichkeit hat, an so viele Leute auch ranzutreten und auch einfach Hilfe und sei es nur mit Worten zu bekommen. Ihr glaubt einfach nicht, wie viel das hilft, das ist der Wahnsinn. Jetzt bin ich auch so ziemlich am Ende bei meinem Video. Was gibt es zu sagen noch am Schluss? Ich bin eigentlich zufrieden, mir geht es gut. Es gibt nur eine Sache, die ist nicht so geil. Man muss ja ganz schön aufpassen, was man isst. Klar, Alkohol ist tabu. Auch Zigaretten sollte man nicht konsumieren. Allerdings ist roher Fisch ein No-Go. Und ich leide. Und das Schlimme ist, man merkt erst so richtig, wenn man was nicht essen darf, wie sehr du es essen willst und liebst und magst. Und ich liebe ja Fisch über alles. Also Fisch ist meins halt. Oh. Roher Lachs, geräucherter Lachs. Ich habe schon meinem Mann gesagt, er soll mir alles dann ins Krankenhaus bringen. Er soll dann erstmal angeln gehen, wenn ich dann im Krankenhaus bin, dann reden wir weiter. Ah, und nochmal wegen Kennen, wegen meinem Mann, weil auch so viele gefragt haben. Er freut sich sehr, er ist super happy. Er ist auch übrigens der Part von uns beiden, dem es egal ist, was es wird. Ihm ist Junge oder Mädchen gleich, er würde sich über beides freuen. Wenn es nach mir ginge, ich habe einen kleinen Wunsch. Und zwar würde ich mich sehr über einen Jungen freuen. Natürlich, wenn es ein Mädel wird, da bin ich ja natürlich auch nicht abgeneigt und sage, nein, nicht, weiche von mir, auch wenn es nicht geht. Das auf keinen Fall. So, die Sache ist die, ich habe jetzt noch ein bisschen anderes Material oder auch Items, die ich gestern bekommen hatte, die ich wahnsinnig gerne zeigen würde. Allerdings würde es, glaube ich, diesen Rahmen des Videos sprengen. Deswegen packe ich alles mal einen zweiten Teil. Also mache ich hier einen kleinen Cut und wir sehen uns dann im nächsten Video weiter, wenn es euch interessiert. Also in diesem Sinne, tausend Dank fürs Anschauen. Bleibt dabei und lasst ein Like da oder einen Kommentar oder alles. Keine Ahnung. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Man sieht sich.